Also, mein Name ist Thorsten Lüttke, ich bin gebürtiger Hallenser, habe hier auch meine Bundeswehrzeit verbracht, habe hier studiert und das nun schon 36 Jahre lang, mehr oder weniger. Sport habe ich eigentlich schon gemacht, so lange wie ich denken kann, und dann kam irgendwann die Wende. Und da kam dann irgendwann auch mal American Football im TV und habe ich mir das angesehen. Das fand ich ganz interessant. Und dann hat sich dann auch hier der erste Verein gegründet und so geht das jetzt so seit 1994 mit dem Sport voran. Ja, das ist für mich ein Hobby. Wäre schön, wenn man damit seinen Lebensunterhalt verdienen könnte, aber das ist ein reines Hobby. Das Wichtigste ist, glaube ich, die Jungs auf den Spielbetrieb vorzubereiten, was die Taktik angeht, was das Technische angeht. Man sieht so ein bisschen diese einzelnen Gruppen auch hier. Das heißt, ich bin ja nicht nur alleine als Trainer unterwegs. Und das Wichtigste ist einfach, den Leuten den Sport näher zu bringen und hoffen, dass sie gut spielen können, dann auch gut vorbereitet sind. Den Verein selber gibt es seit 1999. Ja, da wurden wir damals als Sektion gegründet und seitdem bin ich auch mit dabei bei den Falken und so aktiv in diese Trainergeschichte reingekommen. Das weiß ich jetzt gar nicht, seit 2009 ungefähr. Stimmt schon ganz schön den Tagesablauf, aber das Leben stimmt das schon. Familie ist halt ein großer Bereich, im Football eben ein anderer großer Bereich. Aber es gibt schon viele Schnittpunkte halt dabei, das ist schon klar. Na klar ist das, gibt das immer mal Momente, wo man nicht so einen guten Tag hat und wo man eigentlich auch schlecht gelaunt ist, ja, weil irgendwas nicht geklappt hat. Und naja, dann freut man sich schon, wenn es dann abends am Abend mal ein paar offene Ohren gibt, die man sich mal ein bisschen ausheulen kann und die dann einfach das mal abnehmen. Oh, ich glaube, das war der typische Wunsch, Lokführer zu werden. Nein, ich bin sozusagen nach der Schule oder anschließend die Bundeswehr gleich zum Studium gekommen. Ich habe keine andere Ausbildung zuvor absolviert. Ich glaube, das muss man mit Ja beantworten. Weil mir ging es so am Anfang, man glaube noch nicht ganz so richtig wusste, worauf man sich einlässt beim Studium. Die Schule soll ja so ein bisschen darauf hinführen, hat es auch in großen Teilen getan, aber auf einmal ist man relativ selbstverantwortlich für sich selber und für das, was man an Wissen sich aneignen muss. Die Juristerei ist eine Geisteswissenschaft, es ist alles nicht in Naturgesetzen festgeschrieben, ja, sodass es ja auch viel von Kommunikation lebt. Und das ist manchmal ein schwieriger Punkt gewesen, zu verstehen und zu verinnerlichen und das auch umzusetzen. Studiert habe ich hier an der Martin-Luther-Universität. Ja, wir befinden uns gerade hier auf dem Campus in der Innenstadt. Ich finde ein sehr schönes Gelände. Studiert habe ich von 1999 bis 2006. Ja, war nicht ganz die Regelstudienzeit, aber hat ja zum Glück dann auch mit einem erfolgreichen Abschluss geendet. Manchmal mit ein bisschen Trotz, manchmal indem man sich einfach hingesetzt hat und gelernt hat, ganz stupide, sich auch mal den berühmten Tritt, den Allerwertesten abgeholt hat. Ja, und so überwindet man sowas. Ich bin beim Landkreis Saalekreis tätig, bin dort als Sachbearbeiter in Eigenbetrieb für Arbeit tätig und bearbeite da Widersprüche, die dort gegen die Bescheide eingelegt werden. Erstmal muss ich sagen, habe ich ein tolles Team um mich drumherum. Ich habe tolle Kollegen, Mitarbeiter
Und das macht es wirklich einfach, jeden Morgen aufzustehen und dorthin zu gehen. Und es ist, in jeder Fall ist immer anders. Es gibt kein Schema F. Ja, man muss sich auf jeden Einzelfall einstellen und individuell lösen. Das ist, glaube ich, das, was es so reizvoll auch macht. Das ist manchmal so, weil das nicht in Stein gemeißelt ist. Man muss eben mal drüber nachdenken, wie man auch interessengerecht halt das löst. Und das ist manchmal nicht einfach. Da muss man wirklich abwägen. Das in Anführungszeichen schwierige ist halt, ich muss mich aber trotzdem immer am Gesetz entlang bewegen. Ja. Ich finde es immer wichtig, dass man einfach kommuniziert. Schaut, dass man irgendwo seinen Ballast mal auch loswerden kann, auch wenn es nur dazu dient, das mal entäußert zu haben, dass man das einfach mal losgeworden ist. Die Kommunikation bringt einfach ganz neue Lösungsansätze.